Was hat er denn angestellt? Prügelei und Sachbeschädigung. Da ist eine Haltestelle beim Raufen in der Mitleidenschaft gezogen. Ah, da ist er. Hallo Lars. Sorry, der Bus. Ja, ja, ist nicht so schlimm. So, das ist Lars. Und das ist Fritz Paulsen. Kapitän Fritz Paulsen. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen, Herr Paulsen. So, so. Du bist also der Schläger. Ich habe nicht angefangen. Und der soll mir helfen, ja? Alles, was ich jetzt noch brauche, ist nach Hause zu kommen. Alles andere habe ich doch gehabt. Das heißt, dass Thomas halt auch genauso Produktion und Regie und alles, was zum Film machen dazugehört, mit, also wir beide zusammen quasi, gemacht haben. Und wie sind wir auf die Geschichte, auf die Idee gekommen? Ich glaube, ich wollte immer einen Film über einen alten Mann erzählen. So, das war meine erste Idee. Und irgendwann kam Thomas dann ins Boot und hatte dann die Idee von dem alten Seemann. Und so ist das ja so langsam ins Rollen gekommen. Und das ist auch schon fast 2 Jahre her, glaube ich. Und der Thomas erzählt jetzt weiter. Dann haben wir einen Film gemacht. Oh, ja. Ja, mit einem knorrigen Menschen. Wie habt ihr den gecastet? Der ist ja wirklich großartig. Den haben wir in einer Stadt gefunden, die sich Berlin schimpft. Also doch so ein Großstadtgewächs. Ich? Nein, er. Ja, das also wir wollten eigentlich jemanden haben, der halt so richtig so ein Hamburger Typ ist, der auch so spricht, nicht wahr? Und den haben wir aber nicht gekriegt. Wir haben Fritz gekriegt, Klaus heißt der in echt. Der Sohn ist auch irgendwo hier im Publikum, da sitzt er. Klaus konnte leider heute Abend nicht hier sein. Zwischendurch, man hört es vielleicht auch, so ein bisschen, so der Berliner kommt so ein bisschen zwischendurch auch mal zutage, aber... Ja, wir hatten schon andere Filme wirklich auf Plattdeutsch, das merkt man dann schon, aber das muss ja auch nicht sein. Also es kann ja, der Reisende kann ja wirklich überall hergekommen sein. Also wir haben das Internet durchforstet nach einem alten, knorrigen Schauspieler, haben dann den Klaus alias Fritz gefunden und haben ihm das Drehbuch geschickt und haben gefragt, wäre das nicht was? Und dann hat er nur eine einzeilige E-Mail zurückgeschrieben, das kriegen wir hin. Dann haben wir uns am nächsten Tag in die Eisenbahn gesetzt und hier rüber gefahren und haben ihn getroffen und haben gesagt, das ist er. Ja. So kam das. Also ich denke auch, er trägt den Film definitiv mit. Also wir hatten auch am Anfang versucht, ihm dieses Berliner... Jeder Falte seines Gewichts. Genau, das Berliner wollten wir erstmal ein bisschen wegkehren und das versucht auf Hamburgisch zu machen, hat das ein bisschen Dialekt versucht nachzuimitieren, das hat keinen Sinn gemacht. Wir haben gesagt, bleib so, wie du bist. So muss es irgendwie sein. Ja, und der junge Darsteller, wie war es da? Dieser Junge? Ach so, erzähl doch mal, wie wir dich gefunden haben. Genau. Das Ganze, ich hatte eure ich hoffe Anzeige. Ich hoffe nicht beim Prügeln mit dem Fußballclub. Nee, dann nicht. Das Ganze lief eigentlich eher so ganz klassisch über Crew United, glaube ich, oder? Und dann habe ich irgendwann das Drehbuch zugeschickt bekommen und habe denen sofort gesagt, Jungs, ich bin dabei. Ich fand das einfach total witzig, diese Story, die beiden Figuren. Und ich habe einfach sofort gemerkt, so, yo, ich habe da einfach mega Bock drauf. Und dann haben wir uns quasi kennengelernt in Osnabrück am Theater. Und da haben die beiden mich dann besucht und gecastet und heimgesucht. Und dann war es von meiner Seite aus direkt geritzt, also dass für mich klar war, wenn die mich gebrauchen können, dann versuche ich das Theater umzustimmen, dass ich Zeit habe für zum Drehen. Man muss dazu sagen, wir haben ungefähr 5 oder 6 Tage gedreht in Aachen. Und ich glaube, du bist in der Zeit... Die Dispo war am Anfang bei 2 Wochen, glaube ich. Das stimmt, wurde etwa kürzer und du bist in der Zeit, glaube ich... 5 Tage, von morgens bis abends.
und 12 Mal hin und her gefahren zwischen Osnabrück und Aachen. Ne? Ja. Es war alles etwas logistisch kompliziert, aber es hat irgendwie geklappt. Ja. Und ich muss sagen, ey, das war eine geile Zeit. Guten Abend. So schön sah der nie aus. So, so war der. Also, ja. Ich muss erst mal sagen, viele, viele Grüße von meinen beiden Regisseuren, Produzenten, Stefan Siebert und Thomas Hessmann, die gestern früh, nachdem sie vorgestern hier waren, gestern früh nach Dortmund zurückgefahren sind und haben dort an dem Festival in Dortmund teilgenommen. Und ich sage das einfach, wir haben gestern mit dem Film in Dortmund den Publikumspreis bekommen. Ja, süße Seeluft, wunderbar. Wie war das? Ich frage jetzt einfach mal spiegelbildlich zu dem Gespräch vorhin. Jetzt haben wir hier den erfahrenen Schauspieler, der mit dem jungen Team gedreht hat. Wie hat sich das angefühlt? Wie war die Arbeit? Wie war die gemeinsame Arbeit? Und wie kamen sie überhaupt zueinander? Ja, also das war, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja nun in der Zwischenzeit, ich bin jetzt mittlerweile 78, habe in der Zwischenzeit schon einiges gemacht. Aber diese Arbeit von diesen beiden jungen Kerlen, der eine, der studierte in Düsseldorf, der andere in Aachen, die haben beide dort mit diesem Film den Bachelor gemacht. Und wir waren eine Gruppe so von, schätze mal, 35 jungen Frauen und Männern. Es war eine wunderbare Arbeit. Es war ein Team, was man sehr, sehr selten antrifft, sehr, sehr engagiert. Da merkt man den Unterschied, wenn es um die Kohle geht nur, ne? dann versucht man das zu bringen, was man also bezahlt bekommt. Und wenn es darum geht, Spaß zu haben an der Arbeit, dann ist das scheißegal. Wir haben teilweise bis nachts um 12:30 gedreht. Und das war also für mich damals im letzten Jahr im Mai, 8 Drehtage hintereinander in Aachen, das war schon etwas hart. Aber es war wunderbar, es war einfach toll, es wurde getragen von allen und es hat einen riesigen Spaß gemacht. Wie schön, das freut uns. Und wie war die Zusammenarbeit mit dem jungen Darsteller? Naja, also, der... Ich meine, Sie haben sich ja gegenseitig nur angerotzt, also ich hab ja, im Film zumindest. Ich habe ja meine beiden Kollegen erst dort in Aachen kennengelernt und der Lars war... hat hier in Berlin studiert an der UdK und ist in Osnabrück am Theater beschäftigt und steht also mit beiden Beinen in dem Job drin, in dem Beruf drin und freut sich und hat jetzt gerade noch ein Jahr verlängert, hat er meinem Sohn erzählt, mein Sohn ist auch Schauspieler und die haben sich also vorgestern hier getroffen und der hat dann noch ein Jahr rangehängt in Osnabrück, weil er den Regisseur, der da kommt, also sehr gerne mit dem arbeiten möchte und kommt dann nach Berlin. Ich muss dazu sagen, heute würde ich jungen Menschen, und der Lars ist ja jung, jungen Menschen, wenn sie mich fragen würden, ob sie in diesen Beruf reingehen wollen, würde ich fast sagen, nein, mach nicht. Es ist einer der schönsten Berufe dieser Welt, aber er ist so hart und verlangt so viel von jedem Einzelnen. Und wenn du nicht einen Mentor hast und wenn du nicht das riesig große Glück hast, kommst du nicht nach oben. Mhm. Und auch nicht mal auf die Hälfte. Mhm. Und du willst doch Geld verdienen. Du musst ja leben können. Also was machen die Jungs und die Mädels? Die gehen in die Kneipe und bedienen und versuchen Geld zu verdienen. Es ist ganz, ganz schlimm. Und da kann man also nur sagen, wenn so ein Kollege so viel Engagement bringt und dir so hilft, so eine Rolle zu spielen, dann muss man den Hut ziehen. Und muss sagen, Dankeschön. Ja. Mit Platz 2. Süße Seeluft von Stefan Siebert und Thomas Hessmann. Und Klaus Müller ist angewiesen. Und dann bitten wir Klaus Müller auf die Bühne, um den Preis in Empfang zu nehmen. Also es ist immer schön, wenn man was mit nach Hause nimmt. Ja. Und nach dem Ereignis gestern, heute wieder,
sowas Herrliches hier, sowas Schönes, kann man also, das geht natürlich nach Düsseldorf und der Thomas wird sich das also, junge Leute haben ja da irgendwo einen Schrank, wo das reinpasst und wo was draufsteht. Im nächsten Jahr wollen wir dann loslegen und wir werden die Lola holen erst. Das ist der Plan. Und dann dachte ich vielleicht doch noch an den Oscar. Da unterstützen wir euch natürlich. Ja, also bitte, also nicht Lafontaine, nicht? Also wir nehmen den Riss. Herzlichen Dank für alles. Danke für alles. Ja, vielen Dank.